Hallo und willkommen zurück bei Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Und wir sind immer noch auf der Suche nach dem verschwundenen Zug, von dem wir ja eigentlich jetzt wissen, dass der ja nicht eigentlich so intergalaktisch verpufft ist, sondern ja irgendwo zwischen den Bahnhöfen dann tatsächlich umgeleitet worden ist und das, was wir gesehen haben, eigentlich nur irgendwie so eine Draisine war mit ein bisschen Budenzauber. Und ja, hier ist ein umgefallenes Schild. Wir sind jetzt hier in der Mine. Da gab es irgendwo da hinten eine Weiche, die uns halt hier zu den Minen geführt hat. This is an administrative panel. See what it says. Nichts. Brett. Okay. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. Okay. Was? EA Coal Company? Ach, müssen wir jetzt hier echt alles sauber machen? Wir sehen doch schon alles. Noch irgendwas zum Säubern? Ja, das Spiel will hier irgendwie komplett alles haben, anscheinend. Oder? WEA Coal. These mines belong to them. Das hilft mir nicht weiter, weil ich sie nicht kenne. So, was? Fahrzeugspuren? There is a Holzbalken. wooden beam lying on the rails. Das sind Hufspuren? Bitte was? Abmessen? The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Das heißt, A lightly loaded vehicle came this way. A small vehicle with wooden beams went down this way. mit den Holzbalken weiß ich auch nicht, woher du das weißt. Nur weil hier einer liegt. So, holen wir uns mal ein bisschen Kohle mit. Wird ja Winter und okay, wir dürfen da nicht weiter. Ich würde ja gerne noch hier schauen, aber da darf ich ja nicht hin. Schade. Ja, eigentlich wollte ich ja hier Kohle mitnehmen. Moment, was war das? Nichts. Kohle mitnehmen zum This mine has completely collapsed, Holmes. It Befeuern is des curious. Ofens. But to be truthful, I am not entirely surprised. Moment. It's difficult to follow you, Holmes. Ja, dafür hängst aber die ganze Zeit hier ziemlich hinten dran. Leere Stelle. Aha. Ach so, hier hören einfach die Gleise auf. Ja gut, der Tunnel da ist auch eingestürzt und hat man halt hier die Reste entfernt. Fehlende Schienen, genau. Schrauben. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Wer kommt denn auf sowas? Es sei denn, jemand braucht die Schienen. Das kann natürlich sein. Eingestürzte Mine. Steinhaufen. Noch was? Päckchen. Seltsames Päckchen. Ist ja wahrscheinlich das, was die Post von mir verzettelt hat. Ja. Wir drehen erstmal vorsichtig.
Papier. Wie sind das hier zusammen? Ist ja ganz komisch eingewickelt. Das hier ist ja noch normal, aber eigentlich müsste doch noch hier irgendwo trotzdem hier eine Falz sein, oder? Hm. This is an unusual kind of paper. Stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Ja. Aufreißen. Achso, wir reißen hier tatsächlich. Sägemehl? Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Ja, aber ich schmeiß es erstmal irgendwo hin. Genau. Huh? Oh Gott. Kimme, Korn. Ah. Dynamite. Okay. Dynamit. Aber wozu brauchen wir Dynamit, außer wenn sie hier... Ja gut, halt hier so eine Kohlengeschichte braucht halt Dynamit. Das da ist ja wahrscheinlich auch nicht so von sich selber zusammengefallen. Wie kann ich denn jetzt hier umschalten auf eine andere Sicht? Moment. Charakter wechseln. Perspektive mit R. Ja. Haben wir hier sonst noch was Interessantes? Eine Tür. Türen sind immer interessant. Hm. Ja. Türen sind im Normalfall immer interessant, aber in diesem Fall irgendwie anscheinend nicht. Mein Gott. Und auch hier, Moment, Metallkasten. Gucken wir uns den mal an. Ja. Nein, vielleicht irgendwas. Halt, Schloss. This box must be the safe. Let's open it. Die haben alle diese blöden Mechanismus. Eigentlich bräuchte man ja hier einfach nur einen Schlüssel. Das war nah genug an allem dran. So, was haben wir denn hier? The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Hm. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barcazas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des Caracal-Konsortiums mehr die Anlage betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neuen Vorschriften um? Geben sie aber die Informationen nicht weiter, da sie vertraulich sind. Okay, also die Mine wurde verkauft. Die gehörte wohl vorher hier Caracal. Ja, nee, eigentlich gehörte sie hier WEA. Die haben es anscheinend dann verkauft. Erstmal hier an Caracal. Allerdings ist der Kaufvertrag annulliert worden und die Barcazas-Gruppe hat es dann übernommen. Hatten wir nicht Zusammenstellung? Das war nur der Zug. Nee. Ich habe gedacht, wir hätten doch auch hier irgendwas...
mit denen gehabt. Barkassas, doch da. Die Besitzer der Firma Barkassas blieben am Bahnhof in Bridlington an Bord des Zuges, während alle anderen Fahrgäste den Zug verlassen haben. Mussten. Okay, wusste ich doch. Irgendwie kamen mir die bekannt vor. Also die waren am Bord des Zuges. Okay, die haben hier die Mine gekauft und die anderen sind leer ausgegangen, obwohl sie halt auch die Mine kaufen wollten, aber die wurde irgendwie der Kaufvertrag annulliert. Okay, wir haben neue lustige Mexikaner gegen Chilenen. Mine ist eingestürzt, Mine wurde gesprengt. Eingestürzt, kann nicht betreten werden. Können wir das hier miteinander? Ja. Zug versteckt. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde das Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Nee, eigentlich nicht, weil die Schienen ja nicht da waren. Also es wäre jetzt irgendwie doppelt gemoppelt, einen Zug in eine Höhle reinfahren zu lassen, das Ding zu sprengen und dann noch die Schienen abzumontieren. Also, weiß halt nicht. Sagen wir mal, es war Sabotage. Die Typen, die halt vorher da waren, haben, also die den Kaufvertrag halt vorher gemacht hatten, haben dann schnell noch hier alles in die Luft gejagt, damit bloß ja kein anderer da irgendwas macht. So, haben wir noch Hinweise? Schienen zu den Minen fehlen, Mexikaner gegen Chilenen, da hilft mir nichts. So. Okidoki. Aber noch was? Moment. Verwenden Sie einen Telegrafen, um mehr über die Firma. Okay. Müssen wir mal gucken, welchen Telegrafen wir da benutzen. Ich würde eigentlich aber gerne noch ein bisschen weiter hier untersuchen. Nicht, dass wir noch irgendwas übersehen haben. Was ist das denn hier? Okay, das ist wohl der Stollen. Da stören wir mal besser nicht. Es kam noch nie irgendwas Gutes aus einer einsamen Mine. Deswegen lassen wir das. Hier irgendwas noch auf dem? Nee. Auf den Loren ist auch nichts. Liegt auf jeden Fall jede Menge Werkzeug rum. Also allzu lange. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist die Mine jetzt lange verlassen oder nicht? Also das Werkzeug sieht noch alles okay aus. Kommen wir da drüber, Holmes? Ja. Aha. Merkwürdige Geräusche. Ja, also das Werkzeug sieht ja noch okay aus, aber alles andere ist halt schon so verranzt. Also wenn da irgendwie so ein Hinweisschild da so mit Moos überwuchert ist. Okay, da kommen wir nicht durch. Ja, das sieht halt auch alles sehr, sehr demoliert aus. Und da kommen wir auch nicht hin. Okay, okay. Ja, ich denke mal, hier haben wir alles erkundet. Okay, Watson, dann gehen wir mal die anderen Sachen noch gucken. Na, nein, nicht den untersuchen, sondern hier fahren. Wir waren hier, von da. Gucken wir mal hier den alten Bahnhof. Wo ich ja eigentlich vermute, dass der Zug da ist. D-
Doncaster. Ach, da ist der. Der ist gar nicht verlassen, der Bahnhof. Ich hab gedacht, der wäre verlassen. Wieso sind da Leute? Wer bist du denn? A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Ja, sah mal zumindest so aus. Hallo, irgendjemand hier? Hallo? Wo ist der Typ hin? Gehen wir mal gucken. Hier ist keiner. Bürotisch. Pferderennmagazine. Mal gucken wir mal. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Ja. Wettscheine? Betting slips for horse racing. Drehen? The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Weiß nicht, standen jetzt auch nur irgendwie 2 Pfund drauf. So, ah ja, Telegraph. Mycroft kontaktieren, bitte. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Okay. Es gibt 2 Firmen, Barcazas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Okay, Barcazas aus Chile, Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma WA Coal oder WEA Coal kaufen. Das mexikanische Caracal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Barcazas-Gruppe mit Hilfe ihrer einflussreichen Verbindungen, sich den Zuschlag für den Kauf der Mine zu sichern. Okay, also die hatten ja Vitamin B und ja, haben das dann im Prinzip gekauft und die haben, also Caracal hat in die Röhre geguckt. Okay, und die Barcazas waren im Zug. So, also wir gehen mal davon aus, diese Caracal-Typen haben die Mine gesprengt. Und dann? Dann müssen sie erstmal wissen. Oder haben die dann auch den Zug entführt? Kann natürlich sein. Deswegen, wenn die wussten, dass die ganzen Chefs da in dem einen Zug da sitzen, da hatten sie auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit. Halt, was? Wo? Wie? Zigarettenstummel? Zigarrenstummel. Nehmen. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Nein. Nein. Das wird so ein Sombrero, das ist klar, aber so. Ach, Telefon, okay, Moment. Ja, so, bin wieder da, aber eigentlich, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, ich müsste eigentlich auch wieder mit der Folge aufhören. Die kann ich nur hier hin und her ziehen. Wieso kann ich die nicht nach oben und unten? So vielleicht was draus.
Oh ja, das sieht gut aus. Das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge hier fertig. Also bis dann. Bis dann.